Wir sind in Eastern Waste und um genau zu sein in Nepixhaven, denn aus einem ganz bestimmten Grund, denn aus aktuellem Anlass befinden wir uns hier, weil das Oceans Full Festival ist. Und das habe ich letztes Jahr, glaube ich, irgendwie verpasst oder nicht gecheckt und diesmal doch hinbekommen, hier hinzugehen und den Kisu zu finden, denn der Kisu zelebriert das Oceans Full Festival. Und wie kriegen wir mit, außer dass im Kalender steht, dass Oceans Full Festival ist? Wir kriegen nämlich eigentlich auch passend zu dem Event Post von dem, jetzt muss ich mal gerade schauen, vom Kippi. Und der Kippi erzählt uns, dass wir entweder hier in den Eastern Wastes oder eben auf South Gin in der Tranquil Sea diese Leute treffen, die hier das Oceans Full Festival feiern. Und ich hoffe, ich habe es noch nicht gemacht, tolle Belohnungen bekommen. Und tolle Belohnungen sind für mich immer alle Gegenstände, die man in einem Haus platzieren kann. Denn wir wissen ja, die habe ich schon eingesammelt. Aha. Dekoration ist für mich einer der primären Bestandteile für EverQuest 2, von EverQuest 2. Oh, das ist das Letzte, was wir brauchen. Genial. Könnte man, ich hätte das vorbereitet, habe ich aber gar nicht. Zumindest die Shinies muss ich irgendwie letztes Jahr schon mal gesammelt haben. So, Kisu. Hier wird also gefeiert. Und die Frage ist, wie können wir dabei helfen? Wenn wir... Ach ja, guck mal hier. Wenn wir die Quest erfolgreich abschließen, bekommen wir die Möglichkeit, eine dieser Muscheln zu erlangen. Das ist Geschmackssache. Aber es gibt bestimmt für ganz kreative Köpfe ganz viele verschiedene tolle Ideen, damit irgendwas zu machen im Haus. Es muss ja nicht eine Muschel sein, es kann ja auch komplett anders zum Einsatz kommen. Da hinten gibt es auch eine Quest, habe ich gerade gesehen. Ich weiß nur nicht, ob die auch im Zusammenhang mit dem Festival ist. Ich mache irgendwas, was mir immer gerade gar nichts bringt für die Quest, so wie ich das sehe. Das sieht so aus, als wenn das nichts mit dem Fest zu tun hat. Kehl, Drakehl sehe ich jetzt nicht im Zusammenhang mit Feierlichkeiten, sondern eher mit kämpferischen Auseinandersetzungen. Ach so, ich denke mal, dass diese Muscheln, die ich hier jetzt gerade einsammle, ach so, doch da. Die sehen so aus wie die, oder? Was stand denn da gerade? Required for the quest to shell and back. To shell and back ist genau das, was ich gerade habe. Craft ocean full shell necklaces for celebration. Achso, ja, da muss ich ja irgendwo gleich mal eine Handwerksstation finden. Oh, hier wird gekämpft. Die mögen sich wohl nicht. Die Oatmeal und die, was war das andere, die Yalai. Ja, das kriegen die schon hin. Da braucht man gar nicht helfen. Wir sammeln weiter ein paar Muscheln ein und dann ist die Frage aller Fragen, wo kann ich denn gleich craften? Das müsste ja eigentlich reichen, ne? Station. Finden wir wo? Manchmal steht es ja auch vielleicht in der Quest erklärt. So. Na, steht da jetzt gerade nicht. Dann wollen wir doch uns mal gerade ein bisschen umschauen. Man hier irgendwo craften kann. Ich kann mich da auch gar nicht mehr dran erinnern, hier mal schon
im Zusammenhang was gecraftet zu haben. Aber wo ein Man da ist, ist ja eigentlich auch eine Crafting-Station, oder nicht? Wo ich das gerade so sehe. Nö. Craftet ihr denn, ihr feinen Oatmears? Hier ist irgendwas. Ah ja. So, vermeintlich immer ganz am Ende mal gucken, ob da das aktuelle Rezept zum Craften ist. Oder warte mal, vielleicht muss ich das ja noch. Oh ja, das muss ich noch übernehmen in mein Rezeptbuch. Ich habe irgendwelche anderen Quests jetzt mittlerweile gehabt, da haben die sich ja automatisch in das Questbuch geschrieben. Ich glaube, das war in der Maldura Trade Skill. So, aber wo ist es denn? Level? Level, Level, Level. Power Storage Matrix. Gott, ja, das sind alles so Questdinger hier. Wir geben mal ein Neck. Yes. Dann geht es ein bisschen schneller. Oh, wäre ganz oben gewesen. Ja, schade. Basic Coal. Basic Coal. Wir haben ja Gott sei Dank einen Fuel Merchant hier. Basic Coal, warum nicht 200er Stack? Kann man immer mal gebrauchen. Und wenn nicht, wir haben in der Gildenhalle eine Kiste, da können wir den ganzen Bums auch reinmachen. Oh. Hoppala. So, jetzt aber vernünftig craften. Ich weiß gar nicht, ob ich damit hinkomme. Ich habe jetzt einfach so wahllos ein bisschen was eingesammelt. Aber wenn nicht, können wir ja noch nachsammeln. Ich finde, die Oatmeal sind schon ein cooles Völkchen. Die sehen ja ganz knuffig aus. Und ich fand auch die Quest in, ich glaube, Cobalt Scar war das, auch super spannend, wo da die Seuche ausgebrochen ist. So ein bisschen Walking Dead mäßig. Aber mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Wer es nämlich noch nicht gemacht hat, Cobalt Scar und die Questreihe da mit den Oatmeal, kann ich nur empfehlen. Finde ich super klasse da. Das war auch wieder eine so dieser Questreihen, die mich gefesselt hat. Weil wenn du dann dich erst anfängst, in so eine Quest reinzulesen und wirklich dich, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt dafür, dann finde ich die schon ziemlich tiefgründig, die ganzen Geschichten hier. Macht schon Spaß. Ja, da kann ich gleich nochmal sammeln gehen. Ich mich hier in den Eastern Wastes eigentlich so gut wie nie aufhalte. Ich finde, das ist eine der Zonen, die mir optisch gar nicht so zusagen. Weil es sind immer so die ersten Minuten für mich, die entscheidend sind. Gefällt mir die Zone oder gefällt sie mir nicht? Und da gibt es so eine wie Cobalt Scar. Die finde ich klasse. Vor allen Dingen die Flora da mit den Bäumen und den Büschen finde ich super klasse. Das ist so ähnlich wie mit dem Dunkellichtwald. Gefällt mir auch von Anhieb an. Oder Nectulas Forest, wobei das ist ja auch immer so eine Sache. Eine Zone, die es von Anfang an seit Launch gab von dem Game und die sich ja auch optisch nicht wirklich verändert hat. Und darum ziemlich oldschool ist. Da geht es sicherlich optisch mehr. Hätte man schon mehr draus machen können, aber ich finde sie trotzdem super stimmig. Ich halte mich da auch gerne auf und queste da auch gerne. Ja, ist ein bisschen langwierig hier, ne, das Craften. Ich sag mal, drei Muscheln hätten vielleicht auch gereicht. Sag ich schon Muscheln, ich meine natürlich Halsketten.
verklickt. Ach, ein Othmir als spielbare Rasse finde ich auch ziemlich cool. Das wäre vielleicht sowas, eine Wishlist, wenn man es eine geben würde für EverQuest 3, dann würde ich drauf schreiben, Othmir als spielbare Rasse. Bei manch anderen wird es dann schon wieder schwierig, ne? Also einen Akheva mit den vier Armen, wie willst du das nachher umsetzen, ohne dass es komplett überpowered ist? Oder wie willst du den vielleicht die Möglichkeit geben, dass er sogar mit vier Schwertern kämpfen kann? Und wie ist das von den Werten her vertretbar nachher, dass er tatsächlich mit vier Schwertern kämpfen kann? So, jetzt können wir noch einmal. Und dann fehlen mir gleich die orangene und die violette Muschelschale. Die muss ich gleich nochmal suchen. Ja, oder einen Gnoll oder einen Goblin als spielbare Rasse. Hätte vielleicht auch seinen Reiz. Aber ist mir eigentlich alles egal. Hauptsache, solange es Dunkelelfen als spielbare Rasse gibt, ist auch EverQuest 3 für mich eigentlich von vornherein ein Must-Have. Mindestens ein Must-Try, so wie es auch EverQuest Next für mich war, beziehungsweise Landmark. Schade drum, ne? Schade, dass es nicht überlebt hat. Die Idee mit der Voxel Engine und dass man die Umgebung abbauen kann, war schon cool. Nur wenn es dann darum ging, aus diesen coolen Sachen was zu bauen, da verlässt mich dann ja auch meine Fähigkeit nachher. So, jetzt haben wir von allen was. So für diese Feinfriemeleien da mit Häusern bauen. Oh, schwierig. Wobei ich jetzt ja natürlich echt mit dem Gedanken spiele, mit der Gildenhalle umzuziehen, von der kleinen in die große. Und nochmal komplett neu das Ganze zu designen. Eigentlich etwas, was ich nie machen wollte. Von dem Moment, wo ich die Gildenhalle eingerichtet habe, ich gesagt, das baust du nie wieder neu. Das reißt du nie ab und baust es nie wieder neu. Aber jetzt könnte ich mir schon vorstellen, in die großen Gildenhalle umzuziehen und nochmal ein neues Konzept umzusetzen und von dort aus dann, von der Gildenhalle aus, ein Portal zu setzen in die in das Prestigehaus Personal Grotto und da dann nochmal eine Gilden-Dunkelelfenstadt hinzupflanzen. Aber das weiß ich jetzt schon, selbst wenn ich das Projekt jetzt sofort anfangen würde, das krieg ich wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr fertig. Und du kannst dich ja auch komplett in diesen Hausdekorationskram komplett verlieren. Du kannst ja Stunde um Stunde vorsetzen. Wenn ich überlege für meine Gildenhalle, wie viele Tage und Wochen ich da vielleicht sogar Monate investiert habe. Da habe ich jetzt schon wieder keine Lust. So, er freut sich ja. Jetzt freut er sich noch mehr. Perfekt. Genau, hier sind die Halsketten. Viel Spaß damit. Ach nee, ich muss sie verteilen. Ja, kein Problem. Aufpassen, dass wir die nicht aus Versehen angreifen. Ja, was auf jeden Fall sein muss, auch bei EverQuest 3, wenn es denn dann irgendwann mal rauskäme. Housing auf jeden Fall, mindestens in der Form, wie es in EverQuest 2 schon umgesetzt war. Weil schlechter dürfte es auf keinen Fall werden. Das ist
Also ich überlege, welchen Spielraum man ja hier hat. Gewaltig. Einfach nur gewaltig. Und wir haben unsere Muscheln bekommen. Wunderbar. Aber das kann ja nicht alles gewesen sein. Das war schon mal ganz nett. Aber was ist denn hier überhaupt so, wenn wir jetzt noch mehr an diesen Festivitäten teilhaben wollen? Müsste es nicht einen Händler geben? Haben wir irgendwo einen Händler? Müsste es nicht einen Händler geben? Frage. Ich habe mich nämlich mit dem Oceans Full Festival noch nie wirklich beschäftigt. Und diese vermeintliche eine Quest hier oben, da bin ich ja von überzeugt, dass die nichts mit dem Oceans Full Festival zu tun hat. Der Mender, der repariert uns nur unsere Klamotten. Das ist nur, um hier noch Fraktionen bei den Othmir zu sammeln. Das brauche ich eigentlich im Moment auch nicht. Aber was ich natürlich machen könnte, ist, um schnelle Abhilfe zu leisten, wäre einmal kurz zu googeln. Und zwar nach dem Oceans Full Festival. Ups, man muss es auch richtig schreiben, sonst bringt das Ganze nichts. Und einmal kurz schauen, was die Wiki dazu sagt. So, denn die Wiki sagt: New this year, nix. So, Merchants. This event does not have any merchant as of 2019. Also es gibt keine Händler mehr. Da sage ich dann ja mal Dankeschön. Wofür brauche ich denn dann noch dieses Festival? Es gibt so ein paar Rewards. Es gibt ein Othmir. So, warte mal. Unpack. Nee, da stand irgendwas von irgendwelche Gegenstände in Muscheln, aber das war's wohl nicht. Aber wir haben ja die Sammlung, die wir noch abgeben können. Denn was wir jetzt gelernt haben, ist, es gibt Sammlungen, sehe ich gerade, verschiedene. Okay. Die war, mussten auch in den verschiedenen Zonen gesammelt werden. Das heißt, dann ist die ja eigentlich jetzt komplett. Aber weißt du auch, warum es keinen Händler mehr gibt? Weil sie sich gedacht haben, die Scheiße, die verkloppen wir einfach für echtes Geld. Und jetzt findest du die ganze Kacke hier. Ich sag mal so, da sind jetzt keine völlig unverschämten Preise dabei, aber muss das sein? Muss das jetzt unbedingt alles über den Marktplatz verkauft werden? Die Säulen sind ja ganz nett. Personal Grotto ist die jetzt günstiger, weil es gerade fest ist, oder ist die immer so teuer? Das ist jetzt die Frage. Ja, da sind schon ein paar nette Sachen dabei. Keine Frage.
Ich weiß nur noch nicht, ob ich das dann so da einbauen will mit der Architektur, wie sie hier vorgegeben wird. Zum Teil nett, ja, aber zum Teil, ich weiß noch nicht. Und gut, das Zeug kannst du dann, weiß ich jetzt nicht, immer kaufen. Oder es ist vielleicht nur für die Zeit des Festes zu erwerben. Das kann natürlich auch sein. Dann sollte man tatsächlich drüber nachdenken, ob man das ein oder andere sich da nicht zulegt. Wir gehen jetzt erstmal die Sammlung abgeben. Ach, der Kaffee ist wahrscheinlich auch schon kalt. Ja, gilt als kalt. Schmeckt nicht so gut. So, Mount, 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 Mount. Achso, ich bin übrigens hier vor kurzem gerade Overseer Level 10 geworden. Da gab es eine neue Quest, die habe ich auch schon angefangen. Die läuft 10 Stunden. Und die anderen kann ich auch wieder starten. Das mache ich gleich mal. Aber erstmal geben wir die Sammlung ab. Das Wichtigste. Es gibt so viel zu tun hier. Man weiß nicht, was man machen soll. Soll man jetzt die Timeline weiter questen, was ich auch noch dringend machen müsste, oder? Und jetzt erst wieder ein bisschen Dekorationsarbeit. Ah ja, da gibt es einen Umhang. Der sieht ja ganz nett aus. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das Oceans Full Festival ja eine riesengroße Enttäuschung, und da frage ich mich natürlich auch, wozu geht das dann 2 Wochen? Naja, egal.